Oberwelterkundung! Freunde, nachdem es zuletzt zwei Parts gab, wo wir komplett alle 10 Münzen geholt haben, also beide Levelperspektiven, können wir uns endlich mal wieder hier ein bisschen austoben und ich freue mich drauf. Also Kapitel 12 und 13 haben wir abgeschlossen. Und mal sehen, wie viel heute geht. Wir werden bestimmt auch nochmal ein Level heute machen, aber erstmal wollen wir uns umschauen, okay? Da ist ein Pagey und mal sehen, was das bewirkt. Da kommen diese netten Menschen. Wir sind keine Menschen. Soll das eine Beleidigung sein? Nehmt das sofort zurück. Kein Grund, das Kamelien und die Fledermaus zu kränken. Die sind nicht so teuflisch. Dann mal los. Mal sehen, inwiefern die die Welt jetzt wieder changen. Das letzte Mal wurde, glaube ich, einfach nur eine Treppe erschaffen. So. Das lief ja hervorragend, ne? Das ragt hervor. Weißt du was, Lady? Brauchen dich nicht. Das schaffe ich ganz alleine in grün. Hä? Okay, ich muss da rollen. Dann darfst du jetzt doch mitkommen. Aber nur ausnahmsweise. Der ist nicht gerallt, ne? Ich dachte, ich passe so drunter. Ich hatte einfach gedacht, okay. Überlass das Denken den, die sich damit auskennen. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Gute Arbeit. Jetzt haben wir die Macht, die Overworld zu verändern. Schaut mal. Pagey ist vor. Rock'n'Roll, Leute. Rock'n'Roll. Habt ihr krass gemacht. Die nächste Paywall freigelegt. Und wir können da oben hin. Oh, danke, dass ihr diese Bäume gerodet habt, Freunde. Der Preis für mein Grundstück hat sich gerade vervielfacht. Lol. Er denkt nur an das eine. Geld, 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 Geld. So, und hier oben? Haben wir da noch irgendwas Tolles, Spannendes? Ja. Tonikum gefunden. Zeitlupe. Das geht? Zeitlupe? Was ich mir bei der Oberwelt frage, ne, wenn wir so ein bisschen gucken, die Wolken ganz oben müssen auch was bedeuten oder ganz rechts, oder? Wahrscheinlich schon. Bin ich gespannt, wo das noch hinführt, ey. Da bin ich sehr, sehr excited. Moment, also bevor wir nach Süden die Paywall benutzen, würde ich nochmal Looky Looky machen. Was wir im Norden noch rausholen können. Da war doch noch irgendwas. Irgendwas war da noch. Machen wir uns ein Bild. Hier haben wir Wüstenkram. Oh, einer hat so einen Gag gebracht, ne, von diesen Typen. Ihr habt mir das in den Part geschrieben. Mal sehen, ob der es immer noch sagt. Anna Banjo-Kazooie-Anspielung. Und ich krieg sie nicht spitz. Wartet mal. Wegen dem Wind, ne? Pass mal, vielleicht sagt das jetzt. Ich benenne diesen Ort hiermit um in Breeze Easy Peak. Freeze Easy Peak? Breeze Easy Peak. Ist doch eine schöne Hommage an alle, die es verpasst haben. Jetzt habe ich es auch nochmal gezeigt und ausgesprochen. Die fünfte Welt in Banjo-Kazooie. Und eine der schönsten durchaus. Ja, Moment, warum kann ich nicht einfach dahin? Kann ich ja nicht das Ding schieben? Was hält mich davon ab, dieses Ding einfach zu schieben? Durchs Gemüse, jawohl, ja, geht, das geht, ey. So, wird ein Schuh draus. Tony, komm, let's go. Regenbogen. Gute Sache. Brauchen wir das Ding sonst noch für irgendwas? Nicht, dass ich wüsste, hä? So, hier geht ja eine Party ab. Eklig. Hattest du noch was zu sagen? Schon wieder so eine organische Lebensform. Haut ab, bevor ich euch einschließe und wie dieses Ungeziefer und den Schlüssel wegwerfe. Komm weiter, wir sind garantiert schneller als das Rohr. Ja. Brauchen einen blauen Schlüssel. Das sieht ja interessant aus hier, die Gegend. Wenn ich hier so durchgehe, passiert nichts. So, jetzt mach ich mal den da.
Upsi. Nun ja. Zum einen könnte ich so auf diese Seite gelangen. Dasselbe ist wohl nach links möglich. Da wäre das nächste Level, wie mir scheint. Von unten? Konnte ich da was machen? Wäre das die andere Levelseite oder wie äußert sich das? Ruhe. Wo ist denn der Schlüssel? Hey. Ich mag ihn, keine Frage. Sympathischer. Ah, da ist, vielleicht hätte ich eine Stampfattacke machen sollen für ein Tonikum. Oh. Da ist der Schlüssel. Ach, so einfach. Das ist auch schon an der Wand gekennzeichnet mit so einem kleinen Abpraller hier. Was hätten wir denn hier? Kapitel 14, Hängeparty. Alles klar. Ich kann auch da drauf, das wäre eventuell auch wichtig zu wissen. Juhu. Pages in Cages. Ihr habt mein Ungeziefer freigelassen, ihr Ungeziefer. Sieht so aus. Wollt ihr in mein Herausforderungslevel? Let's go. Dann mal los. Ah! Achso, das Wasser. Ich dachte, ich muss exzellent fallen, aber... Moment, wir haben ja kein Zeitlimit. Da ist es definitiv im Weg, also... Sobald es hier ist... Volle Luzi! Reicht. Jetzt besiegt uns die Schnecke, das wär's. Treffer down, down. Und wie es läuft, die Nase läuft. Gute Arbeit. Guck mal, was wir jetzt machen. Alles klar. Das wird schon reichen, um wahrscheinlich hier... Okay. Dann muss man da unten hin für die andere Seite der Welt. I get it, ey. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wo das hinführt. Da oben ist auch noch ein Kollege. Ja, aber guck mal, wie komme ich nach oben hin? Gibt's da noch... können wir da irgendwie was... Sehe ich momentan noch kein... Oder kann ich da runter? Warte mal. Ist nicht sinnvoll, schätze ich. Das geht. Haha! Hat es uns jetzt hin verschlagen? Moment, ich glaube, wir waren schon mal hier. Ist das diese Höhle, wo ich denke, dass sie das ist? I don't know. Sieht auf jeden Fall alles sehr verdächtig aus. Ich löse erstmal, was ich lösen kann. Okay, noch eine Kiste. Das sieht mir sinnvoll aus. So. Schnieke, oder? Kommst du mal hoch? Läuft. Also ich glaube, wir waren doch noch nicht hier. So gar nicht. Chamäleonfarben. Aber hat ein Chamäleon nicht alle Farben? Da kommt mal wieder raus. Jetzt lass mal schauen. Nee, sonst geht hier nichts. Das war alles. Alles für einen Tonikum. Am besten komme ich jetzt oben bei dem Dude raus. Das hätte Style. Und so ist es. Hat sich die Frage wenigstens erübrigt. Hallo? Finde einen schlafenden Riesen unter der Erde. P
piekst du den Riesen ins Auge, damit er aufwacht. Aber welches Auge? Du musst es suchen. Das rechte. Das rechte Auge von einem schlafenden Riesen. Welcher Riese könnte gemeint sein? So, jetzt können wir hier die Bomben nutzen. Und zum Beispiel, wo war's? Hier einsetzen. Gibt's noch andere Anwendungsgebiete? Ich mach mal ganz kurz Looky Looky. Ja, da im Norden. Dann gucken wir uns das gleich nochmal an. Ich glaube, hier ist einfach nur wieder nach Highbury Towers rein. Und das sind schöne Shortcuts. H2 Go. Nicht H2O. H2 Go. Als ob jetzt nur der... Ist es vom Süden her noch? Wo? Vielleicht wenn ich hier so drüber... Ich weiß... Hä? Hätte ich... Müsste ich nochmal genauer gucken. Ich glaube, das habe ich versäumt, oder? Whatever. Holen wir alles nach, ne? Gehört alles voll dazu, Freunde der Nacht. So, nutzen wir die Bomben noch an anderer Stelle. Ein schönes Spiel. Ach, ist nur für ihn. Ich dachte, da geht's lang. Geh von hier nach Süden, bis du nicht mehr kannst. Geh nach Osten, bis du nicht mehr kannst. Geh nach Norden, bis du nicht mehr kannst. Geh nach Norden, bis du nicht mehr kannst. Kumpelkracher. Osten. Habe ich nicht genau aufgepasst. Hm? Süden, Osten, Norden. Aber er sagt zweimal Norden. Oder soll ich da rein? Zieht er das mit ein, dass ich da reinkomme in diesem... Nee, kann er nicht meinen. Hier ist der Osten. Norden, bis du nicht mehr kannst. Ist ja dann streng genommen. Exakt diese Stelle. Kumpelkracher. Bin ich zu blöd oder was ist hier der Fehler? Dass er zweimal hintereinander sagt, Norden, bis du nicht mehr kannst. Glaube ich dem ja nicht mal. Da wird bestimmt was anderes gesagt. Wenn er jetzt sagen würde von Norden und jetzt nach Westen, bis du nicht mehr kannst. Nur mal angenommen. Und jetzt nach Norden, bis du nicht mehr kannst. Ich komme nicht drauf, was hier eigentlich los. Alter. Voll geblendet. Verrückte Sache an der Stelle. Verrückte Sache. Na gut, ich will noch ein Levelchen machen. Aber auch nur... Warte, ich könnte mal was Neues ausprobieren. Das hier ist doch jetzt... Ach so, der Hebel dafür. Ich kann ja hochgelangen. Mal was gucken. Ah, fast. Guckt mal. Dadurch, dass ich jetzt hier rüber kann, ohne das selbst benutzen zu müssen, habe ich die Gelegenheit, da drauf zu sein. Und so komme ich... Okay, doch hier ist was. Was haben wir denn hier?
Gegner? Standardgegner? Ist ja toll, die sieht man nicht in den echten Leveln, sondern nur auf der Oberwelt. Dann kann ich die auch mal fürs Thumbnail benutzen, danke. Ist so. Und nur ein Tipp von dir? Erzähl mir nix. Aber für einen Tonic kommen wir hier drin, oder? Von dieser Höhle wächst eine seltsame Ranke, aus der Blumen sprießen. Kumpelkrache, damit der Boden darunter weich wird. Grobkörniger Film. Ist das, was der meinte? Ach, das ist rechte Auge! Ich habe das rechte Auge entdeckt! Lol! Das war aber der ganz andere Dude. Hey, was hat er, was er sagt, zu bedeuten? Jetzt habe ich hier, es ist ein Smiley darstellt. Aus dieser Höhle wächst. Vielleicht von draußen gucken. Alles sehr merkwürdig. Also die Tonicen sind auch versteckt wie... wie sonst was. Da ist die große Blume. Aber ich komme doch da nicht hin, ne? Nee. Also zumindest von da aus habe ich jetzt keine... von der anderen Seite eventuell. Das geht nicht so ohne weiteres. Ich komme da nicht hoch. Wir könnten auch einen kompletten Part machen mit Oberwelt. Ich glaube, das machen wir mal. Denn ich hätte Angst, dass wenn ich jetzt in ein Level reingehe, dass dann... ja, ich will mich ja nicht stressen, oder? Oder? Wir gucken noch ein bisschen, ein kleines bisschen. Wo wäre das nächste Kapitel nach Kapitel 14? Das ist doch Kundschaft! Ach, meine Lieblingskundschaft! Dann nimm deine 25 Coins und Platz machen, bitte. Leg mal ordentlich was frei. Oh, interessant. Mit 3 Leveln. Noch mehr zufriedene Kunden für Trouser. Moment, was? Ihr habt alle Paywalls freigeschaltet? Besucht mich zu Hause in der Wüste im Norden? Ich habe einen interessanten Vorschlag für euch. Ich dachte, er sagt nur Standardgerede, deswegen habe ich es weggemacht. Es gibt keine Paywalls mehr. Du willst mir doch nicht erzählen, dass das die komplette Map ist. Nee, oder? Erzähl mir doch keinen Humbug. Das sind mir zu viele Wolken. Wenn wir ganz kurz hören, was er zu sagen hat. Ich nehme doch lieber die Reise mit dem Warp. Damit es ein bisschen schneller geht. Hören wir uns mal an, was er noch auf dem Herzen hat. Oder ob noch was, irgendwas anderes tun kann. Also ich schätze mal, man wird irgendeine Möglichkeit finden, seine Twit-Münzen loszuwerden. Kann das sein? Ich frage mich, wie viele Twit-Münzen diese beiden jetzt schon haben. Oh, Hallöchen. Ich sehe schon, ihr seid scharf drauf, noch mehr Twit-Münzen zu investieren. Helft mir mit dem Sparpreis von 30 Twit-Münzen, dann koche ich euch Essen. Hm, ich habe bis jetzt nur rudimentäre Geschosse bekommen. Spende für meinen Grillfond. Ja, okay. Ah ja, das reicht für die Nebenkosten. Bringt den Grill herein. Schön. Und jetzt an den Herd. Ah! Mein Wagen, mein schöner Wagen! Zurück, Yuka, das Ding ist brandgefährlich! Lecker, Würstchen! Stand da! Lol? Ja, moin, ich sag's doch, was ist das denn? Also ist das quasi die nächste Paywall. Lol! Nein, es dauert Wochen, bis ich mir ein neues Ei erschwindelt habe. Uff, tut mir leid mit deinem Haus, Strauser. Aber schau, ein letzter geheimer Bereich. Und der vierte Tonicum-Platz, den du uns versprochen hast, danke. Und bestimmt sind da genug Twit-Münzen, damit du wieder auf die Beine kommst.
Gib mir wenigstens ein Würstchen. Tut mir leid, Rosa. Hab schon alle aufgegessen. Ja. Oh, jetzt tut mir fast leid. Kumpels, ich brauche eure Hilfe nach so viel Pech. Ich habe eine Sammlung gestartet, wo ich wieder zu Geld komme. Was ist denn mit allen Twitmünzen passiert, die wir dir gegeben haben? Alles weg. Ich hab's sicher unter Matratze aufbewahrt. Habt ihr wohl noch ein bisschen was für mich? Klar, Trouser, wir helfen dir. Du tust mir sogar leid. Wie viel brauchst du? Also, ich habe ganz knapp kalkuliert, ohne für ein neues Haus, ein neues Geschäft, einen neuen Fernseher, ein neues Auto, einen neuen Grill, noch einen Fernseher. Da brauche ich ungefähr 99 Twitmünzen. Was? Aber das ist alles, was wir haben. So sieht's aus. Alles oder nichts, Kumpels. LOL. Spendet für meine Sammlung. Helft Trouser wieder zu Geld zu kommen. Den Kontakt vermeiden. Was ist los? Tue ich euch noch nicht leid genug? 99, ja, das sind alle, die es gibt. Okay. Was? Vierter Tonikumplatz? Oh, cool. Ich brauch das nicht, aber danke. Ach, das haben die auch schon gesagt. Ich hab's nur nicht gerafft. Hallo. Noch ein Herausforderungslevel. Let's go. Heute wird richtig aufgeräumt. Ein kompletter Oberweltpart. Wie geil. Was gibt's denn hier? Ist das machbar? Auf jeden. Herausforderung gewonnen. Und zum dritten Mal Overworld verändern. Und ich habe immer noch keine Sonnenbrille. Ich habe die im Auto. Und sich eine blöde Fresse. Yo. Das sieht ja nach Spaß aus hier. Das sieht ja echt nach Spaß aus. So. Hilfe! Das ist ganz viel Stuff. Da geht's rein. Kein Chamäleon erlaubt. Wie bitte? Nein, ich glaube, noch mehr mit dem Bereich würde ich mich noch nicht auseinandersetzen. Das lassen wir erstmal da. Aber da haben wir schon mal eine Ahnung, wo das am Ende hinführt, ne? Das ist der letzte Bereich? Ist dann wirklich, meint ihr, die Map ist dann wirklich komplett? Was mit links und rechts? Ich traue dem Brat nicht. Es muss sowieso noch mehr Bereiche geben, oder? Dann erschließe ich die irgendwie anders. Teleportieren. Okay. Ich wollte mal gucken, wo das nächste Kapitel ist. Nach 14. Die Paywall. So. Oh, der Einkaufswagen ist zurück. Was geht denn bei dir ab? Oh, ein Tourist. Obwohl, mit dir können wir immer noch reden. Was ist das denn? Ein Gegner-Spawner? Oder ein Portal in eine andere Dimension? Kann man schon vorstellen, was hier vonnöten ist. Da sind ganz viele von den Einkaufswegen. Ich liebe mein Haus. Hey, Moment, was soll das denn werden? Obwohl wir diesen schwächlichen Hüllen, die ihr Körper nennt, bekommt ihr das eh nicht kaputt. Was? Aber hübsch ist es hier. Strandfeeling. Das lässt sich bestimmt durch eine Pagey wieder verändern. Oh, der tut mir fast leid. Hier werden wir einmal mehr unsere Federn los. Eine Karte zeichnen. Auf dem Meeresboden. Das muss ich erstmal verändern, wahrscheinlich. Wo ist meine Route? Ganz am Anfang.
Ganz am Anfang der Map, mein Freund. Hat man die Angelroute gesehen? Direkt bei Kapitel 1 auf der Oberwelt liegt sie. Ja, das muss ich vorher verändern, glaube ich. Das kriegen wir so noch nicht gebacken. Das ist eine verrückte Sache. Aber ansonsten habe ich ja Kapitel 15 und 16 erstmal hier. Da ist ein Tonikum vergraben. Als ob es das ist, was er meinte. Nee, ne? Das ist sein Haus. Achso. Mit dem Körper geht das echt nicht? Da braucht es wohl irgendeinen Kniff oder eine Bombe. Ich hatte auf jeden Fall Zugriff auf Kapitel 16 soweit. Da ist eine Bombe. Doch ich komme noch nicht heran. Ein verdächtiges Dreieck ist im Sand zu sehen. Triff ein paar Mal darunter, um den Weg zu enthüllen. Dreieck im Sand. Froh, wenn ich hier wieder hochkomme. Und wie und wo befindet sich... Ich muss halt einen Weg finden, die... Ah, okay, jetzt Pagey endet hier wieder einiges. Ich komme da nicht hoch. Soll irgendeine Möglichkeit geben. Sand. Das ist nicht das Dreieck, aber trotzdem Stuff, den ich freilegen möchte. Ich habe den Skill heute nicht mehr in Löffel gefressen. Hey! Das reicht. Aber ein bisschen vermutet. Bewegen sich aber auch halt zackig, ne? Pages in Cages. Hilfst du mir hier? Instant? Nee. Er bereitet sich nur vor. Verdächtiges Dreieck. Dreieck. Schöne Attacken für einen Spaziergang. Einen kriegen wir noch. Rote Bumblumen setzen Yuka direkt in Brand. Gut aufpassen. Die heißen Bumblumen. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt das Problem? Gar keins? Okay. Schon, dass ich gefragt habe, der muss eingelocht werden. Coole Idee. Nee, ich dachte wieder an die Standardschnecke, die wir schon mal besiegt haben. Heute im Herausforderungslevel. Nummer 4. Die holen das jetzt hoch, den Steg. Das halte ich für gut denkbar. Hol den Steg hoch, jawoll! Das war's. Kurz, aber knackig, ne? Hilfe! Diese Haie haben es auf mich abgesehen. Es ist so schwer, in meinem Alter noch Freunde zu finden. Ja, ich nehme mich halt nur für diesen Stein. Ah, mit den Steinen kriegen wir die Sachen kaputt. Vermutlich. Vermutlich kriege ich mit dem Stein die Sandburgen kaputt. Und was auch immer hier abgeht. Aber die Zeit rennt, Freunde. Die Zeit rennt. Ich finde, wir haben auf der Oberwelt schon was gesehen heute, ne? Das ist doch... Ist so ein bisschen was. Dann dürfen wir uns im nächsten Part auf Kapitel 14 freuen. Und danach geht's wieder an den Strand. Ja, war geil. Däumchen wären Träumchen und bis dann und ciao!